Schön, dass ihr wieder einschaltet zum nächsten, sagen wir mal, Rückblick auf die Buchboxen 2023 und zur Illumigrade. Die Illumigrade, die erste, kam zu mir im Mai und ja, was soll ich sagen? Sie kommt aus Großbritannien, das heißt, man muss zu den Buchboxen noch dazu rechnen, Zoll, natürlich das Porto und da es ein Pfund ist, wird es natürlich auch umgerechnet. Das heißt, da kommt immer ein kleines Gebühr dazu. So rund 40 Euro war es pro Box. Am Ende des Jahres ging es manchmal auch tatsächlich Richtung 50 Euro pro Box. Also die Bücher bzw. die Boxen sind nicht gerade günstig. Gebe ich offen ehrlich zu. Als ich das mir das jetzt einmal so aufgeschrieben habe und für dieses Video und geschaut habe, was mich die Buchboxen gekostet haben, war ich dann schon, ja, okay, das sollten wir im Auge behalten, weil die Bücher mag ich, keine Frage. Die Goodies, die da drin sind, liebe ich. Manche Sachen mehr, andere weniger. Aber es war jetzt noch keine Buchbox dabei, wo ich sage, die hat mich total enttäuscht. Es ist eher so ein, zwei Sachen, die mir da drin nicht gefallen haben. Aber ich komischerweise alle immer sehr gut in meinen Alltag integriert habe, gebe ich offen und ehrlich zu. Ja, und als ich dann diese Videos auch vorbereitet habe, habe ich natürlich auch geschaut, welche Bücher habe ich schon gelesen, welche nicht. Und ich habe eigentlich gesagt, dass ich sie nur behalten darf, solange ich die Bücher lese. Durch meinen aktuellen hohen Sub ist das nicht ganz gut gelaufen. Ich möchte aber schauen, dass ich dieses Jahr eben zu dem Punkt komme, wo ich wirklich die Buchboxen bekomme und sie auch gleich lese. Dazu musste ich ein paar der Bücher lesen. Und wir schauen uns jetzt an, welche von diesen ich 2023 auch gelesen habe. Welche sind noch bei mir, welche sind bei mir ausgezogen und was muss ich denn noch lesen? Und ich gebe es offen und ehrlich zu, ich war teilweise überrascht, wie viele ich tatsächlich gelesen habe. Wir fangen natürlich mit dem Mai an. Das Buch ist abgebrochen. Und somit ausgezogen. Und zwar ist es Witch King von Martha Wells. Das Buch, ja, sah ja absolut himmlisch aus. Und die Sachen, die dabei waren, fand ich alle toll. Und ich muss ehrlich zugeben, der Teller ist zerbrochen. Der ist mir runtergefallen, als ich ein Foto machen wollte. Und der ist kaputt. Ja. Wir wollen nicht darüber reden, wie worüber ich mich aufgeregt habe. Aber es ist leider passiert. Ja. Und da habe ich ja wirklich versucht, gefühlt 2 Monate dieses Buch zu beenden. Und irgendwie wollte es nicht sein. Deswegen hatte ich es abgebrochen. Und es hat auch einen neuen Besitzer gefunden. Und ich hoffe, derjenige freut sich drüber. Ich werde jetzt nicht so viel über die Bücher was erzählen, weil ich das Gefühl habe, die Video wird sonst zu lang. Weil wir haben ja hier einige Bücher, über die wir reden. Ja. Im Juni kam dann zu mir The Sun and the Void, The Warrior Gods, Band 1 von Gabriel Romero La Cruz. Ist noch ungelesen. Ich weiß, unter dem Unboxing hat mir jemand geschrieben gehabt, dass ich wahrscheinlich Probleme haben werde mit dem Buch zum Lesen. Ehrlich gesagt habe ich einfach noch nicht dazu gegriffen, weil ich einfach zu viel Auswahl habe. Ich merke es. Und es ist ganz schön dick. Also ehrlich gesagt greife ich jetzt aktuell bei den englischen Büchern eher zu dünnen Büchern, damit ich sie einfach lese und meinen Sub hier ein bisschen wegkriege. Andererseits denke ich mir, vom Platztechnischen wären solche dicken Bücher ja besser, weil ich mehr Platz eigentlich brauche. Auf jeden Fall ist das noch ungelesen und mir gefällt immer noch der Farbschnitt. Erinnert mich ein bisschen an Cassandra Clare's Swordcatcher von The Chest of Fandom. Die hat nämlich auch so schwarz-weiß. Ja. Aber das muss ich noch lesen. Als nächstes kommen wir zum Juli. Und das Buch ist auch bei mir ausgezogen, ist aber komplett gelesen. The Year Side Higher von Sarah Hasham. Das Buch habe ich jetzt erst 2024, Entschuldigung, oh, Stimme bleibt da noch ein bisschen, gelesen, weil es meine Mutter entschieden hat, dass ich es lesen soll. Habe auch ein bisschen länger gebraucht, bis ich es beendet habe. Und da ist für mich persönlich klar geworden, dass ich die englischen Bücher ganz andere behandle als die deutschen. Weil ich
so Sachen nur ein paar Seiten pro Tag lese und dann zum nächsten greife, also zum deutschen Buch. Wo ich gesagt habe, nein, ich versuche jetzt die englischen Bücher wie die deutschen zu behandeln. Also wenn ich anfange zu lesen, dann bleibe ich bei diesem einen Buch. Okay. Außer ich habe wie diese Woche einfach so ein Bad Mood und fange 6 Bücher an, bis mir ein Buch so gut gefällt, dass ich es durchlesen kann. Ja, darüber reden wir nicht. Dann im August kam ein Buch, wo ich absolut genial fand. Und leider das die Geschichte nicht, das Buch selbst schon. Und zwar spreche ich von Guardians of the Dawn, Zahara von S. Yae Johnson. Ich habe das Buch in der Buchbox gehabt, hab's ausgepackt, fand schon den Umschlag geil. Ich fand das Hardcover selber absolut genial, der Buchschnitt genial, der Innen. Es war einfach ein wunderschönes Buch. Und dann habe ich gehört, dass es so ein Mix aus Sailor Moon und ich weiß nicht mehr, was für eine Geschichte sein soll. Und ich bin ein riesengroßer Sailor Moon-Fan. Ich habe immer noch meine Mangas hier im Regal stehen. Und ich war einfach nur so absolut, also wirklich total gehypt auf dieses Buch und habe dieses Buch angefangen und hatte bei der ersten Szene gleich so wirklich Sailor Moon Vibes. Und dann ging das Buch sowas von bergab und ich war nur noch so. Ein Charakter hat dafür gesorgt, dass ich das Buch zu Ende gelesen habe, sonst hätte ich das Buch abgebrochen. Aber natürlich, auch wenn es noch so schön war, ist es natürlich bei mir ausgezogen. Und ich hoffe, derjenige, der es bekommen hat, freut sich über die Geschichte und über das Buch. Aber für mich war das einfach so dieses, oh, eine Enttäuschung pur, weil man auf so ein Buch ja richtig wirklich so gehypt ist und freut sich total und dann geht es ein Bach runter. Das war nicht schön. Im September kam dann A Study in Drawing von Arthur Wright. Ist gelesen, ist auch wieder ausgezogen. Ja, was soll ich sagen? Dafür, ja, ich weiß jetzt wahrscheinlich, sagen sie, du weißt schon, dass du viel Geld für diese Buchboxen ausgibst, ne? Und dann sind so viele Bücher dabei, die du wieder ausziehen lässt, wo ich mir sage, ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber andererseits mache ich das mit allen anderen Büchern auch. Da tut es mir, gebe ich offen und ehrlich zu, wirklich Schmerzen. Vor allem, wenn die Bücher dann auch noch so geil aussehen. Weil, egal ob jetzt bei der Illumigrape, bei der Fairy Loot, Chester Fan, dem Buchmädchen, egal, die sehen, obwohl Illumigrape, Fairy Loot definitiv auf meinen ersten Plätzen stehen, diese Bücher sehen einfach genial aus. Und dann hören sich die Geschichten auch noch gut an. Und dann liest man es und dann denkt man sich, oh, verdammt nochmal, nein, weil das Buch auch sah einfach genial aus. Es sah wunderschön aus. Und dann habe ich es gelesen und ich war nur so, ich weiß aber, andere fanden es toll. Ich war nicht so begeistert. Ich habe es aber auch komplett gelesen, nicht abgebrochen. Wir haben hier Effi, die so Sachen an, ja, Feen glaubt. Und der König ist böse und er will sie in sein Königreich verschleppen und sie versucht dagegen anzukämpfen. Und da gibt es einen ja, Autor, der sozusagen ein Buch geschrieben hat, das ihre Bibel war. Dann hat sie die Möglichkeit, als der Autor gestorben ist, eben dahin zu gehen. Und es hört sich wirklich gut an, aber schon bei den ersten Seiten beim Lesen hatte ich schon Probleme mit Effi und dann war die Geschichte auch ein. Sagen wir mal so, es passte einerseits zu dem Vibe und zu der Umgebung, aber es war immer so richtig düster und depressiv gefühlt für mich und es war so, nee, ja. Deswegen ist das dann auch bei mir nach dem Lesen ausgezogen, weil ich behalte wirklich, ich versuche es mich auch an selbst immer wieder daran zu erinnern, nicht schöne Bücher behalten, bloß weil sie schön sind. Der Inhalt muss genauso gut sein, sonst kommt es weg. Aber es fällt mir bei manchen Büchern wirklich schwer. Oktober sind wir dann. Und das Buch ist ungelesen, immer noch hier. After the Forest von Cal Woods ist mit diesem schön. Das ist auch tatsächlich das einzige Buch, was ich, wo wirklich gefühlt halbes Buch fehlt. Obwohl es genauso dick ist. Also, wenn man die nebeneinander hält, sieht man es, glaube ich, eher. Ne? Also, das ist irgendwie der Wahnsinn. Ja,
Das war in der Oktober drin. Wie gesagt, ist noch ungelesen, obwohl so Hänsel und Gretel, was danach passiert ist, so Sachen ist. Ich bin wirklich gespannt. Ich hatte es schon öfters in der Hand, um anzufangen. Aber ich gebe es offen und ehrlich zu, aktuell bin ich mehr auf den Deutschen. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt einmal in der Monat so eine englischsprachige Woche mache, um einfach meine englischsprachigen Bücher wegzukriechen, weil um zu entscheiden, ja, behalte ich die Bochum-Boxen oder nicht. Ja. So, dann gehen wir in den November. Da haben wir Starling House auch noch ungelesen, obwohl es schon auf meinen, wie soll ich sagen, als nächstes liegt. Also es, wo ich gerne als nächstes dazu greifen will. Und das schon seit 2 Monaten. Und ich glaube, ich werde es tatsächlich jetzt hier, im Video nehme ich jetzt im März auf. Ich bin am Überlegen, ob ich mir das jetzt tatsächlich jetzt noch lese, einfach damit ich ein englisches Buch im Monat mindestens gelesen habe. Und das ist eins, was mich wirklich interessiert. Und ich finde es halt, ich tue mal einmal den Umschlag weg, weil das so, es ist halt auch so düster und es ist recht dünn und es hört sich recht spannend an. Deswegen bin ich mal gespannt, wie, wo, was. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt eins der Bücher, wo ich sage, das will ich eigentlich jetzt gleich lesen. Und stelle ich jetzt auch wieder zurück zu meinem, ich will als nächstes lesen. Vielleicht kann ich es euch im Lesemonat März gleich sagen, wie es mir gefallen hat. Und dann kommen wir zu der Dezember-Ausgabe. Und das war The Principles of Moments von Esme Yikimi Pearson. Und das ist auch noch ungelesen. Ja, das muss ich auch noch lesen. Und wenn ich jetzt so das mal anschaue, ich gebe es offen ehrlich zu, die Bücher von der Illumigrate, die ich bis jetzt gelesen habe, sind alle nicht mehr bei mir. Und deswegen ist das gerade für mich aktuell so dieses, ich würde gerne diese 4 Bücher einfach lesen, um herauszufinden, ob die mir gefallen, weil ich bis jetzt fast nur Fairy Loot behalten habe. Und wenn die jetzt mir auch nicht gefallen, ob ich dann tatsächlich, gut, ich meine, Januar, Februar stehen auch noch drüben auf meiner Ruby, also es sind noch mehr, aber für mich ist es gerade so, 2024 möchte ich gerne die Entscheidung treffen, kommen jetzt mehr Bücher, die mir wirklich gefallen und wo ich total gehypt bin oder nicht? Weil dann, gebe ich es offen ehrlich zu, ist es mir, obwohl ich die Buchboxen genial finde und liebe, aber dann doch zu teuer dafür. Deswegen ist das gerade so dieser Wackelkandidat, die Illumigrate, gebe ich offen ehrlich zu, weil, wie ihr gesehen habt, es war jetzt kein Highlight dabei, wo ich auch das Buch behalten habe. Und das ist schon ein bisschen traurig. Gebe ich offen und ehrlich zu. Deswegen schauen wir einfach mal weiter. Ja, vielleicht wird dann tatsächlich Starling House meine erste Highlight und ich kann es ins Regal stellen. Und dann habe ich zwar immer noch 4 gegen 1, aber ich hätte dann mal 1. Das ist ja die wichtigste. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass egal ob jetzt Illumigrate oder Fairy Loot, wenn ich die bei eBay reinstelle, ich tatsächlich auch teilweise, ne, bei einem Buch ist es tatsächlich nicht so gewesen, das habe ich für 1 Euro weggegeben, kriege ich doch schon ein bisschen Geld wieder. Das ist zwar nicht die 50 Euro, die ich für diese Buchbox, wir tun jetzt einfach mal das Höchste nehmen, natürlich nicht, aber sagen wir mal so, ich kann damit leben. Trotzdem, wenn ich das alles zusammenfasse, denke ich mir, ich muss trotzdem eine Entscheidung fällen. Ich muss mir das genauer anschauen und muss sagen, okay, ja oder nein. Weil es gibt, erstens, mein Sub ist wirklich hoch und zweitens, es kommen wirklich sehr gute auch auf Deutsch raus. Ich, wie gesagt, ich liebe die Buchbox. Also die Goodies da drin, I love it. Ich liebe es, wenn die Sachen dabei sind. Aber es geht trotzdem für mich neben den Goodies immer noch drum, was ist an Büchern. Und wenn die Bücher einfach nicht so gut sind, ist es für mich nicht wert, dass ich 50 Euro dafür ausgebe. Gebe ich offen ehrlich zu. Ja,
schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr einer der Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, schon gelesen habt und sagt mir, ja, lest es als nächstes. Und falls ihr die Unboxing sehen möchtet, verlinke ich euch hier oben, ich weiß immer nicht, welche Seite, im i die Playlist, auch unten in der Infobox. Und falls ihr keins der Videos verpassen wollt, ja, und herausfinden wollt, wie ich mich entscheide, gerne abonnieren klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!